So, ich rufe auf Tagesordnungspunkt 12. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD, Gesetz zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in Hessen, 2034/45 zu 2023/56. Berichterstatter ist der Kollege Felix Martin. So ist es, und er ist da, und er hat die Papiere bei sich. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich darf berichten, Beschlussempfehlung und Bericht Sozial- und Integrationspolitischer Ausschuss zum Gesetz der SPD, Gesetz zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in Hessen. Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen, mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, AfD, Freie Demokraten und DIE LINKEN gegen die SPD-Fraktion. Vielen Dank, Herr Kollege. Ich eröffne die Aussprache und darf als erster Rednerin der Kollegin Dr. Sommer das Wort erteilen, Fraktion der SPD. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Versorgung mit Hausärzten in Hessen ist im Bundesvergleich mit am schlechtesten. Laut Bundesarztregister gab es in Hessen 64,9 niedergelassene Hausärzte pro 100.000 Einwohner. So eine schlechte Versorgung gab es nur noch im Ärztebezirk Westfalen-Lippe mit 59,9. Selbst Sachsen-Anhalt liegt mit 65,2 etwas höher. Die höchste Dichte an Hausärzten haben wir in Bayern. Hessen ist also auch hier mal wieder Schlusslicht, meine Damen und Herren. Das muss geändert werden, denn das ist alles andere als gut, vor allen Dingen nicht gut für die Hessinnen und Hessen, die auf eine wohnortnahe Versorgung angewiesen sind. Obwohl beispielsweise Bayern bessere Zahlen aufweist, haben Sie längst die Landarztquote mit Erfolg eingeführt. In Bayern haben sich auf 110 Plätze 640 Bewerber beworben, in Nordrhein-Westfalen beispielsweise auf 145 Plätze 1312 Bewerber. Auch Sachsen, Sachsen-Anhalt, Saarland, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz haben ebenfalls die Landarztquote beschlossen. Und die entscheidende Frage überall, so auch in Hessen, ist, warum mangelt es so massiv an Hausärzten? Wir haben mehr Mediziner denn je, aber sie gehen nicht aufs Land. Dort verweisen Praxen und Patienten. In den letzten Jahren entwickelte sich, und zwar besonders in ländlichen Regionen, ein zunehmender Mangel an Hausärzten. Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung gibt es derzeit 7.000 Hausärzte weniger als noch 2010. Und der demografische Wandel macht nicht Halt vor den Ärzten. In Hessen sind die meisten Hausärzte über 55 Jahre alt, und in 2030 werden 60% aller jetzt praktizierenden Hausärzte in Ruhestand gehen. Derzeit haben wir 4.000 Ärzte. Das bedeutet, dass wir bis Ende des Jahrzehnts 2.400 Nachrücker für die frei werdenden Posten gewinnen müssen. Bereits jetzt können wir schon fast 300 offene Stellen nicht besetzen. Doch gibt es, um diese Nachrücker zu generieren, eben nicht genügend Medizinstudienplätze. Aber Schwarz-Grün lehnt immer wieder unsere Haushaltsanträge, die Medizinstudienplätze zu erhöhen, ab, meine Damen und Herren. Wir haben den Mangel schwarz auf grün vor den Augen. Jahrelang ist nichts passiert, und die Landesregierung kommt nur langsam voran. Auch wenn Sie in der letzten Ausschusssitzung bekundet haben, jetzt auch einen solchen Gesetzentwurf einzubringen. Das heißt, wir verlieren noch mehr wertvolle Zeit, indem nichts für den Hausarztmangel getan wird. Der medizinische Fortschritt und unsere alternde Gesellschaft brauchen mehr Allgemeinmediziner und Mittel zur ambulanten Versorgung der Patienten, und das nicht seit gestern. Anfang der 1990er Jahre erfolgte durch politische Entscheidung wegen explodierender Kosten im Gesundheitssystem eine extreme Honorarkürzung, gerade auch im ambulanten Bereich, und zwar unabhängig von der Morbiditätsentwicklung und dem Leistungsanspruch der Patienten. Die Budgetierung, aber auch die zunehmende Bürokratisierung, eine schwache Infrastruktur auf dem Land sind Gründe, warum man sich dort nicht niederlassen mag. Deswegen haben es auch Praxen in strukturschwachen Regionen besonders schwer, einen Nachfolger zu finden. Fakt ist, massive Arbeitsbelastung, eine unangemessene Bezahlung, schwache Infrastruktur locken kaum noch Nachwuchskräfte an.
Gleichzeitig schließen viele Ärzte ihre Aus- und Weiterbildung eben in Fachgebieten ab, die nicht für eine flächendeckende ambulante Versorgung für die Bevölkerung benötigt werden. Dadurch haben wir dann einen Mangel für die flächendeckende Versorgung, und die ist in Gefahr, meine Damen und Herren. Und deswegen muss gehandelt werden. Bitte kündigen Sie nicht immer nur an. Handeln Sie endlich, werden Sie Ihrer Verantwortung gerecht und verschlafen Sie nicht länger die Zeichen der Zeit. Die Landesregierung mit ihrer zuständigen Körperschaft, der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen, hat es in den letzten Jahren nicht geschafft, für gute Rahmenbedingungen zu sorgen und damit auch nicht die Aufgabe gemeistert, in Hessen flächendeckend dafür zu sorgen, dass gesetzlich Versicherte durch niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten medizinisch versorgt werden können. Genauso wenig hat sie es geschafft, viele junge Menschen zu motivieren, Praxen zu übernehmen, in eine Landarztpraxis zu gehen, in ein medizinisches Versorgungszentrum, geschweige denn die Über-, Unter- oder Fehlversorgung zu regulieren. Und das, meine Damen und Herren, das ist doch die Aufgabe der KV. In der Anhörung erfolgte die Kritik, dass Studierende sich nicht festlegen könnten, was sie später mal machen wollen. Mal ganz ehrlich, wenn ich studieren gehe oder eine Ausbildung mache, dann weiß ich doch, was ich werden will. Und wenn es Studierende gibt, die noch nicht wissen, welche Fachrichtung Medizin ich haben will, und die entscheiden sich dann im Laufe ihres Studiums, die Allgemeinmedizin ist was für mich, dann ist das doch schön, dann haben wir noch mehr Leute, die in die Primärversorgung gehen. Aber es gibt auch Menschen, die wissen ganz genau, ich will Hausarzt werden, und genau diese wollen wir ansprechen, meine Damen und Herren. Und in der Anhörung, wen wundert's, waren auch Fachärzte, die nicht der Allgemeinmedizin angehören, die waren gegen die Quote. Die Anwesenden haben deutlich gezeigt, sie wollen ihren Status bewahren. Das war Standesdünkel. Ich hatte gehofft, dass wir die Ärzte oder die Versorgung im Gesamten im Blick haben. Das war nicht so. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, meine Damen und Herren, wir Abgeordneten allesamt, wir haben nicht von Hausärzten als Ärzte zweiter Klasse gesprochen. Das waren die Anzuhörenden. Das taten die Ärzte selbst, die selber nicht in der Primärversorgung tätig sind. Das finde ich wirklich unglaublich. Uns geht es stattdessen um die Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung. Kritisiert wurde auch, dass eine Verpflichtungserklärung nicht bedeuten darf, dass fachlich ungeeignete Studenten zum Studium zugelassen werden. Meine Damen und Herren, ich glaube, keiner von uns will, dass Studierende, die nicht fähig sind, zugelassen werden zum Studium. Das soll die Landarztquote natürlich nicht machen. Das ist eine unerhörte Unterstellung. Und zum anderen dürfe das Fach Allgemeinmedizin nicht noch mehr an Reputation verlieren, hieß es von den Nicht-Hausärzten. Und ich will auch hier noch einmal klar und deutlich sagen, wir Abgeordnete waren nicht, die über Hausärzte sprachen, als Leitmediziner, meine Damen und Herren. Das war kaum an Despektierlichkeit zu überbieten. Wie geht man denn innerhalb der Medizin mit unterschiedlichen Fachbereichen um? Wer sorgt denn da für den Verlust der Reputation? Ich glaube, nicht wir, meine Damen und Herren. Und mal ganz ehrlich, wie viele Ärzte haben wir denn, die Wartesemester hatten, weil sie nicht über den NC verfügten? Die haben im Rettungsdienst, in der Pflege, im sozialen Bereich gearbeitet. Das sollen schlechtere Hausärzte sein? Nein. Ganz im Gegenteil, die haben das nämlich von der Pike auf gelernt, meine Damen und Herren. Und Ärzte, die selbst aus ländlichen Regionen stammen, die sind für eine Quote, wie Dr. Nowak, einer der Anzuhörenden. Er war in den 70er Jahren selbst Betroffener, konnte erst nach 6 Jahren studieren. Das brachte ihn zum Marburger Bund und in die Ärztekammer. Ich zitiere ihn gerne. Leider haben nicht alle potenziellen Hausärzte immer die erforderliche Abiturnote. Gleichzeitig ist festzustellen, dass ein Einserkandidat nicht unbedingt der bessere Arzt sein wird. Er kennt viele Interessenten aus seiner Heimat,
die geeignet sind und gerne Medizin studieren würden, jedoch nicht über den erforderlichen Numerus Clausus, der nahe bei 1 liegt, verfügen und folglich vorerst leer ausgehen, sich dann aber ein FSJ absolvieren oder im Rettungsdienst tätig sind. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch einmal ganz stark betonen, wir wollen niemanden aufs Land zwingen, sondern wir wollen vielmehr die gewinnen, die gerne Landarzt werden möchten und denen die Chance geben mit der Landarztquote, meine Damen und Herren. Kritisiert wurde auch, dass die Studierenden erst nach Jahren am Markt sind. Ja, das ist nun einmal so, wenn das Studium so lange dauert. Und ganz ernsthaft, die Anzuhörenden haben nicht eine Alternative als großen Wurf gebracht. Und wenn wir jetzt nicht anfangen, verlieren wir eben noch mehr Zeit. Und anders als die Kassenärztliche Vereinigung in Hessen, die sich ja gegen die Quote ausspricht, jedoch die Bedarfe bisher selber nicht decken konnte, befürworten andere KV wie Nordrhein, Niedersachsen das als sinnvolles Instrument. Auch der Hausärzteverband begrüßt die Landarztquote als Schritt in die richtige Richtung und sieht es wie wir, dass die Quote verbunden mit allen anderen Maßnahmen dazu beitragen kann, die Situation der hausärztlichen Versorgung nachhaltig zu stärken. Vorrangiges Ziel ist und bleibt, deutlich mehr Fachärzte in der Allgemeinmedizin auszubilden, die Landarztquote zu nutzen, damit in 2030 nicht noch mehr Praxen leer stehen, wenn 2.400 Hausärzte in den Ruhestand gehen. Das können wir uns nicht leisten. Gesundheitsversorgung ist Daseinsversorgung. Dafür hat die Landesregierung Sorge zu tragen, meine Damen und Herren. Wir beantragen, weil das ein so wichtiges Thema ist, die dritte Lesung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Sommer. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Bartelt für die Fraktion der CDU. Verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Hessen wird eine Landarztquote einführen. Das ist Bestandteil des Koalitionsvertrages zwischen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Das wird auch so umgesetzt. Landarztquote heißt, die Universitäten vergeben bis zu 10% der Studienplätze an Bewerber, die sich verpflichten, nach Aus- und Weiterbildung in unterversorgten ländlichen Raum tätig zu werden. Man kann diese Maximalquote von 10% auch ruhig ausschöpfen. Auswahlkriterien sind auch eine berufliche Tätigkeit etwa in der Pflege oder im Rettungsdienst. Die rechtliche Grundlage der Landarztquote ist ein Staatsvertrag der Bundesländer, den wir vor gut einem Jahr hier debattiert und zugestimmt haben. Er ist Folge eines Urteils des Bundesverfassungsgerichtes vor 3 Jahren. Zudem steht der zwischen Bund und Ländern vereinbarte Masterplan 2020 zum Medizinstudium die Möglichkeit der Landarztquote vor. Demzufolge haben 10 Bundesländer die Landarztquote entweder bereits eingeführt oder befinden sich in einem Verfahren dazu, wie wir auch. Ich möchte die Landarztquote auch inhaltlich begründen. Bund, Land, Ärzteschaft, Universitäten und Krankenkassen haben viele Maßnahmen ergriffen, um die ambulante medizinische Versorgung im ländlichen Raum zu verbessern. Stichpunktartig seien aufgezählt: finanzielle Unterstützung bei der Niederlassung, Umsatzgarantien in der Gründungsphase der Praxis, Aufwandsentschädigung für Studierende, die Pflichtpraktika in Landarztpraxen absolvieren, Stärkung der Allgemeinmedizin im Studium. Die Zulassungsbezirke wurden verkleinert. Früher gab es 26 in Hessen, heute 72, um der Zentralisierung bei Inhaberwechsel entgegenzuwirken. Es kommen hinzu Förderung von Telemedizin, Digitalisierung,
medizinische Versorgungszentrum kommunaler Trägerschaft, Modellversuch des Medibusses durch die Kassenärztliche Vereinigung und Einsatz von Gemeindeschwestern. Das alles hat die Situation verbessert, aber lange nicht in ausreichendem Maße. Nach dem aktuellen Stand der KV Hessen, 30.04.20, besteht eine drohende Unterversorgung in Allendorf, Borken, Hofgeismar, Idstein und Sontra im hausärztlichen Bereich. Zudem in 22 von 72 Bezirken besteht ein Versorgungsgrad unter dem Bedarf, also von unter 100%. Nur in 14 Bezirken sind überversorgt. Das sind meist Großstädte. Aber auch hier ist zu bedenken, dass der Versorgungsgrad in den Stadtteilen sehr unterschiedlich ist. In Stadtteilen mit Einwohnern mit niedrigen Einkommen, problematischer Sozialstruktur, besteht auch hier eine Unterversorgung. Im fachärztlichen Bereich, wo die Berechnung auf Kreisebene erfolgt, sind die Versorgungsgrade auch unterschiedlich. Auf regionaler Ebene bestehen Unterversorgungen in den Kreisen Werra-Meißner, Schwalm-Eder und Waldeck-Frankenberg. Und wenn wir auf die Fachebenen schauen, sind es die Kinder- und Jugendmedizin und Neurologie-Psychiatrie. Insofern ist der Grundgedanke des Gesetzentwurfs der SPD richtig. Er empfiehlt die Übernahme des Gesetzes aus Nordrhein-Westfalen weitgehend. Die Anhörung zeigte allerdings, dass die Akzeptanz der Beteiligten, insbesondere der Ärzteschaft und der Studierenden, noch nicht ausreichend ist. Ich stimme der Äußerung unseres Gesundheitsministers Kai Klose vollständig zu, der in der ersten Lesung ausführte, denn sie müssen wir überzeugen und dafür gewinnen, dass sie diesen Weg mitgehen. Daher sind wir der SPD dankbar, diesen Entwurf eingebracht zu haben, weil er uns in der Sache unterstützt, ist in der Sache richtig, und wir aus der Anhörung Anregungen erhielten, die wir beim Regierungsentwurf berücksichtigen wollen. Ich möchte drei Punkte exemplarisch nennen. Die Ärzteschaft hat vorgetragen, dass die Beschränkung auf Hausärzte bzw. Allgemeinmediziner überdacht werden sollte. Es ist für uns nachvollziehbar, dass zumindest die Kinder- und Jugendmediziner und die hausärztlich tätigen Internisten in die Landarztquote einbezogen werden sollten. Wir sollten mit der Ärzteschaft, Kassenärztliche Vereinigung und Kammern darüber diskutieren. Einerseits entlasten Fachärzte auch die Hausärzte. Natürlich geht es primär um die Grundversorgung durch Allgemeinmediziner. Aber wir müssen auch bedenken, dass die Studierenden eine Vorliebe für ein Fach vielleicht erst während des Studiums entwickeln. Und auch sie wollen wir für die Tätigkeit auf dem Land gewinnen. Das Meinungsbild unter den Ärzten und Ärzten ist unterschiedlich. Der Präsident der Bundesärztekammer, Dr. Reinhardt, äußerte sich positiv für eine Landarztquote. Ich habe ihn in der ersten Lesung zitiert. Hingegen, das ist das andere, hingegen bezeichnete ein Präsidiumsmitglied der Landesärztekammer in der jüngsten Publikation des Hessischen Ärzteblattes kürzlich die Landarztquote als ein Zeichen politischen Versagens. Das heißt, wir müssen in der Sache noch einiges diskutieren. Und dazu sind wir auch bereit, und es wäre gut, wenn wir das gemeinsam tun würden. Die Studierenden fordern zusätzliche Lehrangebote, um zu einer Tätigkeit auf dem Land zu motivieren. Darauf sollten wir nach Möglichkeit eingehen. Dies ist ja auch Bestandteil des schon erwähnten Masterplans 2020. Die Allgemeinmedizin wird Teil des praktischen Jahres. Die Allgemeinmedizin wird Bestandteil der letzten Prüfung. Da der Masterplan bereits 2017 vereinbart wurde, gehe ich mal davon aus, dass die Hochschulen dieses organisatorisch und auch finanziell kalkulatorisch bereits einbezogen haben in ihre mittelfristigen und langfristigen Planungen. Daraus schließe ich, dass die Ausgaben zur Einführung der Landarztquote überschaubar sein sollten. Also ich hoffe sehr, und ich gehe davon aus und kann das auch begründen, dass das nicht an finanziellen Dingen scheitern sollte.
Ein dritter Punkt, der bei der Regierungsvorlage berücksichtigt werden sollte, ist die Einbeziehung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Das hat auch Rheinland-Pfalz so gemacht. Die Corona-Krise zeigte, dass der ÖGD personell besser ausgestattet werden sollte. Wir haben darüber hier auch mehrfach diskutiert. Außerdem wollen wir bei der Umsetzung des psychisch kranken Hilfegesetzes die Krisenintervention durch den ÖGD organisieren. Dazu bedarf es eben mehr Personal, was derzeit nicht vorhanden ist. Wir wollen die Landarztquote einführen. Wir wollen aber die Beteiligten auch mitnehmen. Das ist kein so einfacher Weg. Der vorliegende Entwurf ist dafür noch nicht ausreichend. Er hat aber die Diskussion vorangebracht. Die Landarztquote muss durch viele Maßnahmen begleitet werden. Dass nur ein Paket von Maßnahmen wirken kann, das überzeugt mich. Aber es überzeugt mich nicht, wenn, wie es in der Anhörung getan wurde, gesagt wird, solange die anderen Punkte nicht realisiert werden, führen wir keine Landarztquote ein. Das kann ich so intellektuell nicht mitmachen. Das heißt, lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten und führen wir viele Gespräche und Diskussionen, um möglichst viele Beteiligte davon zu überzeugen. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Bartelt. Für die Fraktion der AfD ist die nächste Rednerin die Abgeordnete Papst Dippel. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im Februar diesen Jahres haben wir schon einmal hier im Plenum zur hausärztlichen Versorgung debattiert. Eine Anhörung hat weitere interessante Informationen gebracht und die unterschiedlichen Standpunkte einzelner Akteure beleuchtet. Der Hausarzt ist Teil der Basisversorgung im Gesundheitssystem. Er ist erste Anlaufstelle für Patienten, entscheidet über kurative Behandlung, weitere Diagnostik oder sogar stationäre Einweisungen. Um all diese Entscheidungen zu treffen, muss der Hausarzt sehr gut ausgebildet sein. Da muss man sich keine Sorgen machen. Was aber ebenso wichtig ist, ist, dass er ausreichend Zeit für seine Patienten hat. Hier muss an anderer Stelle nachgebessert werden, damit die zeitaufwendige sprechende Medizin besser vergütet werden kann. Letztendlich spart ein gutes Fallmanagement beim Hausarzt Geld und Belastung im Gesundheitssystem und beim Patienten. In der Problembeschreibung zum Gesetzentwurf wird darauf hingewiesen, dass demografische Entwicklung und Zunahme chronischer Krankheiten die Belastung der Hausärzte steigern. Beides sind Problembereiche, die schon lange bestehen, und man weiß auch schon lange, dass der Altersdurchschnitt der niedergelassenen Ärzte relativ hoch ist und zu wenig Nachwuchs von den Universitäten kommt. Warum gibt es denn nicht längst ein stärkeres Gegensteuern in der Politik? Das frage ich an dieser Stelle. Der Beruf des Hausarztes schien auch bisher wenig ansprechend zu sein, wenn man die Zahlen der Zulassungen als Facharzt mit denen als Allgemeinarzt vergleicht. Hier sind viele Entscheidungen von anderer Stelle nötig. Die Leistungsvergütung, die Anerkennung als Hausarzt und besonders als Landarzt, die Arbeitsbelastung sowie Bürokratisierung und ganz wichtig die Frage der Vergütung von Hausbesuchen betreffend. Nun zum Vorschlag der Kollegen von der SPD. Eine 10-prozentige Quote der Studienplätze soll für die Ausbildung zum Hausarzt reserviert werden, und die Absolventen sollen sich für die Zeit nach Beendigung der Ausbildung für 10 Jahre sozusagen aufs Land verpflichten. Ob das allerdings das Image des Landarztes verbessert und nicht dazu führt, dass man dann eher vom Quotenarzt spricht, das sollte durchdacht werden. Für die jungen Studenten, die sich quasi zu Beginn ihres Studiums für Jahrzehnte verpflichten müssen, wird damit eine Festlegung ohne Kenntnis der allgemeinen und persönlichen Situation nach der Beendigung der Ausbildung abverlangt. Das ist zwar 100-prozentige Planungssicherheit, aber zumindest ein Wagnis. Die große Summe,
die als Strafzahlung bei Nichterfüllung der Arbeit auf dem Land fällig wird, hat uns schon seinerzeit während der ersten Lesung gestört. Besser gestellte Familien hätten eine Möglichkeit, ihre Kinder nach dem Studium auszulösen, das wurde so hier gesagt, wohingegen manche Interessenten durch die Summe eher abgeschreckt werden könnten. Es gibt nun bereits einige Programme an Universitäten, die gezielt Allgemeinärzte ausbilden. Während der Anhörung wurde das Programm der Goethe-Uni mit dem Namen Landpartie 2.0 kurz vorgestellt. Die Ausbildung ist ausgerichtet auf das Praktizieren auf dem Land, und sowohl kassenärztliche Vereinigungen als auch Landkreise fördern das Projekt bzw. die Studenten. Laut Aussagen während der Anhörung ist die Nachfrage nach diesen Programmen groß. Allerdings sehen wir das Problem, das sich ja durch Berentung vieler Ärzte verschärfen wird, damit noch nicht gelöst. Wir plädieren für die Schaffung zusätzlicher Studienplätze, wie andere auch, in ausreichender Menge und für die Zeit bis zur absehbaren Entspannung der Situation. Damit würde gleichzeitig verhindert, dass bei anderen dringend benötigten Facharztrichtungen Absolventen wegfallen. Gerade auf dem Land fehlen auch, wir haben es schon gehört, jetzt schon Kinderärzte, obwohl es verpflichtende Untersuchungen usw. so für Kinder gibt. Eine gute psychiatrische Versorgungslage dürfte ebenfalls nicht überall gegeben sein, haben wir auch gerade gehört. Die Mangelsituation Kinderärzte betreffend wurde Hessen ja erst im April durch die Auswertung des Bundesarztregisters attestiert. Eltern sprechen mich in meinem Landkreis darauf an. Damit schließt sich der Kreis. Denn gerade eine hausärztliche und pädiatrische Versorgung gehört zu den wichtigen Standortfaktoren für die Attraktivität des ländlichen Raums. Gerade Familien suchen nach für sie günstigen Bedingungen am Wohnort ihrer Wahl. Mit guter Anbindung, Infrastruktur, Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und besonders hausärztlicher und kinderärztlicher Grundversorgung. Wir werden also nicht umhinkommen, das Projekt Attraktivitätssteigerung des ländlichen Raumes auch in diesem Kontext zu sehen. Das Land und die Lebensbedingungen dort und, das wurde auch während der Anhörung deutlich, die gute und schnelle Anbindung an urbane Räume ist enorm wichtig. Der immer noch nicht, nett ausgedrückt, optimale Ausbau des Glasfasernetzes ist ebenfalls für Ärzte wichtig, Stichwort Telematik. Wir von der AfD sehen also die Lösung des Problems nicht auf die Arbeit der Akteure des Gesundheitswesens beschränkt, freuen uns aber über die Vorschläge aus der Anhörung, dass es eine Erhöhung der Anzahl der Studienplätze mindestens für die Zeit bis zur Deckung des Bedarfs geben muss. Es darf nicht dazu kommen, dass wir durch eine Quote allein eine mögliche Problematik z. B. bei Kinderärzten oder Psychiatern verursachen. Die Koalition hat angekündigt, dass sie eine eigene Vorlage erarbeiten und vorstellen wird. Darauf sind wir sehr gespannt und freuen uns auf neue Informationen. Danke sehr. Danke sehr, Frau Papst-Dippel. Nächster Redner ist der Kollege Janky Pürsün, Fraktion Die Freien Demokraten. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Problem ist klar. Wir brauchen eine flächendeckende, verlässliche Versorgung durch Hausärzte in Hessen. Da dürften wir uns auch alle einig sein. Nicht einig sind wir uns allerdings darin, wie wir zu dieser flächendeckenden Versorgung gelangen. Wir lehnen es ab, junge Menschen in so einem frühen Stadium ihrer Ausbildung zu einer so weitreichenden Entscheidung zu drängen. Wir lehnen es ab, dass diese jungen Menschen sich verpflichten sollen, 10 Jahre an einem ihnen dann vorgegebenen Standort zu leben. Das ist beim besten Willen nicht vereinbar mit einer freien und selbstbestimmten Gestaltung des Berufslebens. Wir lehnen die Vertragsstrafe in Höhe von 250.000 € auch ab. Wir lehnen es ab, dass diese Landarztquotenstudienplätze nicht neu geschaffen, sondern von den bestehenden Medizinstudienplätzen abgezwackt werden sollen. Das läuft absolut dem zuwider, dass wir insgesamt einen Ärztemangel zu bekämpfen haben.
Und dieser Ärztemangel ist ja noch deutlicher geworden, weil der öffentliche Gesundheitsdienst gerade in Hessen so schlecht aufgestellt ist. Ich sage es noch einmal. Kein Mensch soll arbeiten müssen, was er nicht mag oder was ihm nicht liegt. Wir sind darauf angewiesen, dass junge Menschen ihre Fähigkeiten entsprechend aktiv werden, dass sie sich entwickeln und frei entscheiden, was sie mit dem im Studium Erlernten am besten anfangen können. Diese Bedenken und diese Kritik teilen auch viele der im Sozialausschuss Angehörten. An dieser Stelle möchte ich kurz darauf eingehen, was Sie, werte Kollegin Dr. Sommer, nach der Anhörung sagten. Sie haben gesagt, die Kritik an Ihrem Gesetzentwurf in der Anhörung sei einem Maulkorb geschuldet gewesen. Die Kritik der angehörten Professoren dürfe nicht ernst genommen werden, da diese nur am Statuserhalt interessiert seien. Vielleicht möchten Sie noch erklären, was Sie mit diesen krassen Vorwürfen genau gemeint haben. Die Anhörung im Ausschuss war eindeutig. Die Mehrheit der Angehörten hat sich klar gegen die Landarztquote ausgesprochen. Darunter waren im Übrigen nicht nur die vermeintlich auf Statuserhalt gepolten Professoren, sondern auch Studierende, Ärzteverbände und die Kassenärztliche Vereinigung Hessens. Neben den von mir eben angeführten Kritikpunkten kamen noch einige hinzu, nämlich, dass die Effekte einer solchen Landarztquote erst in ca. 12 bis 15 Jahren zutage treten. Das ist in etwa die Dauer einer medizinischen Ausbildung inklusive Facharzt. Es wurde mehrfach der Aspekt ins Feld geführt, dass die Studienplätze mit der Landarztquote käuflich werden. Wer es sich leisten kann, ergattert einen Studienplatz über die Quotenregelung und wird dann doch Anästhesist. Da müssen dann nur die 250.000 € einkalkuliert werden. Es wurde auch die Sorge angeführt, dass der Hausarzt durch die Quote zum Arzt zweiter Klasse wird. Diese Sorge müssen wir ernst nehmen. Wir haben in der Pandemie gesehen, welche wertvolle Rolle die niedergelassenen Ärzte spielen. Da sollten wir durchaus ein Interesse daran haben, eine solche Abwertung zu vermeiden. Ein weiterer sehr interessanter Aspekt, der gegen die Quote spricht: Sie kostet Geld, schafft aber nicht mehr Studienplätze. Im Rahmen der Anhörung wurde uns eindrücklich vorgerechnet, dass durch das Auswahlverfahren neue Stellen geschaffen werden und was das kostet: 1 Million € pro Jahr. Da ließen sich damit auch neue Studienplätze schaffen. Nun wurde bei der Anhörung aber nicht nur vorgetragen, was alles schlecht ist an dem Gesetzentwurf. Es wurden auch zahlreiche Alternativen, Ideen und Projekte vorgetragen, also eben kein Status quo-Erhalt. Projekte und Ideen, die an den Mangel an Hausärzten, den Mangel an Landärzten beheben könnten. Genannt sei exemplarisch das Schwerpunktcurriculum der Unis Frankfurt, Marburg, Gießen, die Idee von Praktika mit Anbindung an Hausarztpraxen, Mentorenprogramme an den Universitäten. Es wurden genau Bausteine, aber die uns, nein, das können Sie ja gerne noch einmal vortragen, so ist es nicht. Es wurden Weiterbildungsprogramme ins Feld geführt, die bei denen ansetzen, die schon studieren und sich dem Abschluss nähern. Da müssten wir nicht über ein Jahrzehnt auf den Effekt der Maßnahmen warten. Von den Studierenden wurde der Wunsch nach einem Wahlfach, nach einem bezahlten ambulanten praktischen Jahr laut. Außerdem wünschen sich die Studierenden eine bessere Vorbereitung an der Uni zum Thema Niederlassung. Stichwort Mitarbeitermanagement, Abrechnung und so weiter. Aktuell alles viel zu bürokratisch. Das führte mich zu der letzten großen Schraube, an die ich heute erinnern möchte, an der wir drehen müssen, die Attraktivitätssteigerung. Und zwar sowohl hinsichtlich des Berufes des niedergelassenen Hausarztes als auch hinsichtlich des ländlichen Raumes. Zum einen müssen Ärzte entlastet werden in puncto Bürokratie, die Arbeitsbedingungen müssen verbessert werden. Zum anderen, und das dürfte das dickere Brett sein, muss der ländliche Raum attraktiv werden. Interessanterweise ohne jegliche Reaktion. Wenn der Partner keinen Job findet oder die nächste Schule für die Kinder eine Stunde Busfahrt bedeutet, dann ist das unattraktiv. Wenn es keine Kinderbetreuung vor Ort gibt, keine ordentliche Infrastruktur, dann ist das unattraktiv. Und da wird der vorliegende Gesetzentwurf nichts dran ändern. Auch wir Freie Demokraten haben konkrete Vorschläge gemacht. Einiges davon wurde schon genannt. Es spiegelt sich in dem, was die Anzuhörenden vorgeschlagen haben. Darüber hinaus fordern wir unter anderem den Aufbau regionaler Zentren zur Sicherung der Gesundheitsversorgung und den Ausbau der digitalen Gesundheitsversorgung. Wir fordern den Einsatz von Coaches,
die bei den ersten Schritten an Niederlassung behilflich sein sollen. Wir setzen auf die Freiheit des Einzelnen und seine intrinsische Motivation. Wir setzen auf Aufklärung und Unterstützung. Wir setzen auf positive Anreize statt Zwang. Nun steht die Landarztquote ja auch im Koalitionsvertrag. Die Kollegen von CDU und Grünen haben auch mehrfach beteuert, man arbeite an einem Entwurf. Dieser soll dann besser sein als das vorliegende Papier. Kollege Bartels sagte schon im Ausschuss, der Vorschlag werde erarbeitet, aber er müsse gründlich sein. Genau. Genau, ja. Gründlich wäre gut. Es wurden zahlreiche Ideen und Vorschläge gemacht, wie das Problem angegangen werden kann. Greifen Sie das auf und setzen Sie es um. Das erwarten wir von der Hessischen Landesregierung. Und das erwarten auch all die Hessen, die derzeit eine gefühlte Weltreise zum nächsten Hausarzt unternehmen müssen. Wir können daher dem hier vorgelegten Entwurf nicht zustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Pürsün. Für die Fraktion DIE LINKE ist die nächste Rednerin die Kollegin Böhm. Was soll ich erklären? Verstehe nichts. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Gemeinsames Interesse von uns allen, nicht nur von uns hier im Landtag, sollte sein, dass wir ein flächendeckendes, gut qualifiziertes, gut ausgebautes Gesundheitswesen, eine Gesundheitsversorgung im stationären und ambulanten Kontext haben. Alle Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, auch diejenigen ohne Krankenversicherungsschutz, an die möchte ich auch besonders denken, brauchen vor Ort gute Lotsinnen und Lotsen durch das Gesundheitssystem, und das sind die allgemeinen Mediziner und Medizinerinnen. Danke schön. Aber wie schaffen wir es, mehr Angehörige dieser Berufsgruppe gerade in den ländlichen Raum zu locken? Es liegt jetzt der Vorschlag der SPD für die Landarztquote vor. Schwarz-Grün war ja in der Anhörung auch sehr interessiert. Sie haben ja auch gesagt, Sie möchten Sie auch die Landarztquote und daraus lernen. Allerdings sehen wir nicht die Lösung darin. Es ist auch nicht der große Entwurf für eine Lösung der Probleme, die wir im ländlichen Raum mit der ärztlichen Versorgung haben. Ich denke, wir können es uns nicht so leicht machen und sagen, es gibt einen Punkt, an dem wir den Schalter drehen wir um, und dann haben wir das Problem gelöst, sondern es gibt ein strukturelles Problem. Und das strukturelle Problem heißt ungleichzeitige Entwicklung in Hessen. Stadt und Land haben sich auseinanderentwickelt, und ich glaube auch, und natürlich auch noch Veränderungen, Entwicklungen im Gesundheitswesen. Und wir müssen uns das Ding schon mal ein bisschen grundsätzlicher angucken, bevor wir meinen, an einer Stelle einen großen Wurf entwickeln zu können. Aus unserer Sicht, aus Sicht der LINKEN, sind es vier Punkte, die eigentlich dafür sorgen könnten und sorgen sollten, dass wir eben diese hausärztliche oder allgemeinmedizinische Versorgung im ländlichen Bereich verbessern können. Der erste Punkt ist mehr Studienplätze für Medizin und eine größere Bedeutung des der Allgemeinmedizin im Studium. Ich denke, dass mehr Studienplätze, dazu ist auch schon etwas gesagt worden, das wurde häufiger gefordert, die sind teuer, und deswegen möchte man sie möglichst vermeiden. Aber ich glaube, wir werden so oder so nicht drum herum kommen, dass wir mehr Medizinerinnen und Mediziner ausbilden. Aber jetzt auch die hessischen Universitäten haben in der Anhörung ja deutlich ein gutes Konzept, ein kleines, ausgeklügeltes Programm vorgestellt, wie mehr Studierende dafür gewonnen werden können, Allgemeinmedizin im Studium als Schwerpunkt zu wählen und sich für diese Fachrichtung zu entscheiden. Und dafür, wie der Anzuhörende der Goethe-Universität in der Anhörung gesagt hat, ich zitiere, brauchen Sie ausreichende und langfristig sichergestellte finanzielle Mittel, die nicht aus dem hessischen Hochschulpakt entnommen werden dürfen. Und ehrlich gesagt bin ich aus der heutigen Debatte immer noch nicht schlau geworden. Ich habe noch nicht gehört, dass diese Mittel den Universitäten zur Verfügung gestellt werden. Ich habe gedacht, eigentlich bei den Beträgen dürfte es sich eher um Peanuts handeln. Das müsste kein Problem sein, aber ich hoffe, dass der Minister dazu etwas Substanzielles beitragen kann.
Der zweite Punkt, den für uns wichtig ist, das wurde auch schon einmal kurz angesprochen, die Auswahl der Studierenden. Die Anhörung hat mir deutlich gemacht, und auch weitere Gespräche mit Ärztinnen und Ärzten haben mich darin bestätigt, dass die Auswahl der Studierenden nicht so erfolgt, wie es notwendig und sinnvoll wäre. Es geht nicht um die Einzelkandidatinnen, sondern um Menschen, die mit Menschen zu tun haben wollen und dafür sorgen, dass Menschen rundum gesund bleiben oder auch wieder gesund werden können. Und da muss in den Universitäten wesentlich mehr Zeit für intensive Auswahlgespräche vorhanden sein. Und hier ist das Land gefordert, den Universitäten diese Möglichkeit zu geben und dies auch voranzutreiben. Ich denke, diesen Masterplan 2020 wirklich in seiner sinnvollen Weise auszuführen, daran brauchen die Universitäten mehr Unterstützung. So, der dritte Punkt, der für uns wichtig ist, ist, wir brauchen mehr und bessere ausgebaute Gesundheitszentren. Wir haben ja bisher kaum welche in Hessen. Junge Ärztinnen und Ärzte, und das denke ich, ist in der Anhörung noch einmal ganz deutlich geworden, die wollen nicht mehr rund um die Uhr als Landarzt, als Landärztin tätig werden. Einigen wird es ja schon genügen, wenn sie auf dem Land arbeiten und dann in der Stadt wohnen dürften. Aber sie wollen meist angestellt tätig werden. Und ich denke, es ist auch logisch, wenn Studierende nach dem Studium fertig sind, in ihre erste Praxis gehen, nach ihrer Fachausbildung in die erste Praxis gehen, sind sie mit allen Themen, die das Leben so mit sich bringt, gefordert. Sie sind mit allem konfrontiert, was an Krankheiten, Gesundheiten, was alles, was damit zu tun hat. Und ich denke, es ist ganz logisch, dass Sie Kolleginnen und Kollegen zum Austausch brauchen. Und es sind halt keine Lonesome Rider mehr, wie früher der Landarzt, die Landärztin. Es gibt ja noch so ein paar Fernsehsendungen. Es sind auch oft Frauen, die sagen, nein, ich brauche eine feste Arbeitszeit. Oder auch Männer, die sagen, ich brauche eine feste Arbeitszeit, weil ich will auch noch Familie haben. Ich will mich nicht nur in meiner Landarztpraxis verillustrieren. Und ich denke, es ist deutlich, dass wir sehen hier, Sie sehen einen Umbruch eines ehemals freien Berufes zu einem Beruf im Angestelltenverhältnis. Das fällt vielen schwer, sich davon von alten Bildern zu lösen. Aber man muss es doch auch mal zur Kenntnis nehmen, dass sich da etwas verändert. Und deshalb, um auch die Versorgung auf dem Land zu verbessern, brauchen wir mehr interdisziplinäre Gesundheitszentren. Gesundheitszentren, wo mehrere Ärztinnen aus verschiedenen Fachrichtungen, wo Physiotherapeutinnen, wo Psychologinnen, wo Pflege, wo alles, was notwendig ist, im ländlichen Bereich auch zusammen angeboten werden kann und man und die Patientinnen und Patienten dort gut versorgt werden und auch die Hilfe bekommen, wo ihre Anliegen am besten, am besten behandelt werden können. Und das ist nicht nur eines pro Kreis im Gießkannenprinzip. Ich gehe mal hier durch und jeder darf mal gucken. Jeder, der sich jetzt gerade meldet, kriegt vielleicht mal ein bisschen Unterstützung für ein Gesundheitszentrum, sondern wirklich als richtige Orientierung des Landes, dass mit solchen natürlich nicht kommerziell arbeitenden Institutionen, also das heißt, dass die Kommunen oder kommunale Kliniken, am liebsten wäre es mir so wie in anderen Ländern wie in Dänemark, dass solche, dass die von der öffentlichen Hand solche Zentren gegründet werden und auch hier auch entsprechende Unterstützung erhalten. Das wäre für die Versorgung der Menschen, gerade im ländlichen Bereich, eine sinnvolle und erfolgversprechende Herangehensweise. Und es würde den Interessen der jungen Ärztinnen und Ärzten auch entsprechen. Und der vierte Punkt. Herr Pürsün hat es ja schon einmal angesprochen. Ich habe mich gewundert, warum bisher noch keiner dazu etwas gesagt hat. Ich weiß natürlich, dass ich jetzt auch wieder erzählt bekomme, wie schön es in Hessen auf dem Land ist. Aber das Landleben hat ja nicht nur tolle Vorteile. Ich wohne auch selbst in der ländlichen Gemeinde mit 13.000 Einwohnerinnen. Und ich weiß auch, dass es den Bahnhof nur im Nachbarort gibt. Und da bin ich ja schon privilegiert, dass ich die Chance habe, im Nachbarort einen Bahnhof zu finden, wo ich mit dem Fahrrad hinfahren kann. Ich habe ja meine Sommertour durch vier südhessische Landkreise und eine Stadt
gemacht. Und das Thema war das Thema Verkehrswende, und die ist bitter nötig, das sage ich Ihnen. Im Odenwald ist 19 Uhr die letzte Möglichkeit, um mit dem Bus nach Hause zu kommen. Und wenn Sie das sich überlegen, was das bedeutet, wenn Sie Ärztinnen und Ärzte haben zum Beispiel auch Kinder, auch heranwachsende Kinder, auch welche, die noch nicht alt genug sind, einen Führerschein zu machen. Was heißt das? Einer der Familie muss ständig den Jugendlichen durch die Gegend fahren. Das ist ja absolut nicht möglich und nicht mit einer Berufsvollzeit, Berufstätigkeit zu vereinbaren. Arbeitsplätze für Angehörige sind Mangelware. Und wie ich im Odenwald einen Jugendlichen gefragt habe, was es denn da so an Kulturangeboten gibt, und er mir und ihm erst einmal nur das Elfenbeinmuseum eingefallen ist, ist mir auch nichts mehr eingefallen. Denn das alles ist. Na, danke. Wir haben in Südhessen ganz viele stillgelegte Bahnstrecken und Wesen und viele Bahnen, die wirklich mit einem ganz komplexen Prinzip durchfahren werden müssen. Die Kindertagesbetreuung ist ein Problem, die muss die Arbeitszeiten abdecken. Und was ist, wenn das Kind in die Schule kommt und nach der siebten Stunde wieder abgeholt werden muss, weil dann kein Bus mehr fährt? Ja, das ist lustig als Ärztin. Wie will ich das organisieren? Das Problem ist, wir brauchen in allen diesen Punkten, wir brauchen natürlich eine ordentliche Politik fürs Land, aber wir brauchen auch einen grundlegenden Paradigmenwechsel in der Gesundheitspolitik. Und das Gesundheitswesen hat sich in den letzten Jahren gerade im stationären Bereich zu einer hochprofitablen Einnahmequelle für private Konzerne entwickelt. Und auch die kommunalen Kliniken sind gezwungen, völlig unsinnige Prozesse mitzuziehen. Frau Kollegin Böhm, Sie müssten zum Ende kommen. Ja, danke schön. Und da gerät auch der ambulante Sektor unter die Räder, obwohl er eigentlich heute eine große Blüte bekommen hätte. Und ich denke, wir brauchen ein umfassendes Gesundheitskonzept. Das erwarte ich von der Landesregierung und eine ordentliche Planung im Gesundheitswesen. Das wäre das, was ich eigentlich erwarte und nicht kein Klein-Klein. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächster Redner für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN ist der Kollege Markus Bocklet. Ist das so? Ah ja, da ist er ja, genau. So. Der Präsident voll geleistet, die Maske aufgezogen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrter Herr Präsident, lieber Boris Rhein, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Vorrednerinnen und Vorredner haben mich in eine seltene Situation gebracht, nämlich in die, dass ich den Gesetzentwurf der SPD schon nahezu verteidigen mag. Weil die Argumente, die Sie vorgetragen haben, die sind so kleinteilig, dass man mit dieser kleinteiligen Argumentation nahezu jegliche Initiative zur Verbesserung des ländlichen Raums lächerlich machen kann. Und ich finde, dass das SPD-Gesetzentwurf wenigstens in einem Punkt in diesem Raum wir Einigkeit haben sollte. Ich schicke vorweg, auch ich bin sehr skeptisch gegenüber dieser Landtagsquote, auch unter anderem, weil sie erst in vielen Jahren greifen wird. Aber in einem Punkt bin ich nicht skeptisch, dass es ein richtiger, wichtiger Bestandteil ist, um die Verbesserung im ländlichen Raum hinzubekommen. Insofern sollten wenigstens die großen Parteien in diesem Punkt hier einig sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben es auch im Koalitionsvertrag so vereinbart. Wir arbeiten an einem neuen Entwurf. Es ist so ein bisschen die Gnade des späten Entwurfs, hätte ich jetzt mal gesagt. Die SPD hat sich gewagt, rausgewagt. Und ich sage, bekenne auch offen, dass ich selten so gespannt war über eine Anhörung, weil es in der Sache tatsächlich einen spannenden Wettbewerb gibt um die bessere Idee, wie man die Landarztquote gestaltet. Und ich bekenne, dass diese Anhörung war episch lang und breit, aber sie war tatsächlich spannend. Es gab eine Menge Fragen, es war eine Menge Angehörte. Und ich will es auch sehr differenziert darstellen. Wir haben eine Gruppe gehabt von Anzuhörenden, die war sehr kritisch. Ich führe an die Bund der Deutschen Internisten, die Hausärzteverband, die Kassenärztliche Vereinigung, Goethe-Universität, Marburger Universität, keine unbedeutenden Standorte, haben es gänzlich abgelehnt. Wir haben aber auch eine große Fülle von Gruppen von Anzuhörenden gehabt, wie die Kommunalen Spitzenverbände, Liga der Wohlfahrtspflege, der Hartmann-Bund, VdK, die grundsätzlich gesagt haben, sie befürworten sie. Spannend war jetzt die Frage der Details. Und da ringen wir sozusagen um die beste Lösung.
Ich finde es aber schön, dass wir in eine Situation kommen, dass wir um die beste Lösung ringen. Einige sind wir zunächst einmal, auch das will ich gerne noch einmal wiederholen, es ist nur ein Baustein, um die medizinische und gesundheitliche Versorgung im ländlichen Raum besser zu stellen. Wir haben einen großen Aktionsplan für den ländlichen Raum, der in den Ministerien von Umwelt und Wirtschaft resultiert ist und dort auch viele Millionen in den ländlichen Raum pumpt, um die Attraktivität des ländlichen Raums zu verbessern. Weil das ist eine der Erkenntnisse, dass die Ärztinnen und Ärzte, die Neuen, nicht dorthin gehen, weil ihnen bestimmte Rahmenbedingungen fehlen. Weil die bestimmten Rahmenbedingungen, die sie gerne hätten, bei Kinderbetreuung, eine gute Schule, guter ÖPNV. Aber also, es sind halt ländliche Räume, wo die Menschen weggezogen sind und eine gewisse Bevölkerungszahl geschwunden ist, dass die Angebote mit ihnen ausgestorben sind, in Anführungszeichen. Da muss man überlegen, was will der Staat, was will die öffentliche Hand leisten, damit das wieder attraktiv wird. Das ist ein großes Maßnahmenpaket, aber das können Sie doch nicht bestreiten wollen, dass das längst jetzt eingeleitet worden ist und schon läuft. Wie erfolgreich das laufen wird, muss man beobachten. Und im Zusammenhang stellen wir auch fest, und das geht jetzt an die Adresse der FDP und Herr Pürsün, wir haben bei den niedergelassenen Ärzten ein Selbstverwaltungsprinzip. Die Kassenärztevereinigung, an der ich nichts zu kritisieren habe, hat auf jeden Fall alles unternommen, um Mediziner aufs Land zu bekommen. Hat vieles unternommen. Hat geholfen bei Koordinationen, bei viele Jahre bevor der Arzt in Rente gegangen ist. Ich habe mich mit dem Vorsitzenden, Herr Dastich, lange darüber unterhalten, die gesagt haben, wir sitzen ja nicht da und dann trifft uns der Schlag am 30. Dezember, weil am 1. Januar der Mann in Rente geht. Die haben jahrelang versucht, dort jemanden hinzubekommen. Und in so einer Situation, Herr Pürsün und FDP, weiterhin auf das freie Unternehmertum zu setzen, sozusagen, wie Sie das jahrelang gemacht haben, in der Hoffnung, der freie Unternehmer, der Arzt als freier Unternehmer wird sich schon aufs Land verirren, dann müssen Sie doch heute konstatieren, es hat doch bei allem besten Willen nicht so funktioniert. Wir haben doch einen Mangel im ländlichen Raum. Und wenn dem so ist, dann muss in so einer Situation auch der Staat und die Landespolitik eingreifen. Dazu kann eine Landarztquote richtig sein. Weiter darauf zu hoffen, dass allein die Kassenärztliche Vereinigung das retten kann, das wäre der falsche Weg. Deswegen ist so eine Landarztquote auch tatsächlich ein richtiger Baustein. Ich habe es gesagt. Wir wissen darum, auch in der Anhörung wurden mehrere Kritikpunkte geäußert. Das ist wie sozusagen der Vorteil, wenn man sich da jetzt zurücklehnen kann und der SPD-Entwurf wird zerrissen. Einiges fand ich, gebe ich offen zu, war in der Tat, hat mich auch abgeschreckt. Also wenn Studentenvertreter sagen, dort werden Anreize geschaffen, das finden Sie eine Abwertung oder das wären Studenten zweiter Klasse. Also das muss ich sagen, fand ich extrem schnöselig. Das Argument trägt überhaupt nicht, als ob nur die Absolventen vom Abitur mit 1,0 sozusagen alles mitbringen, was ein Arzt ausmacht. Kann ich jetzt nicht nachvollziehen, aber das ist halt so bei Anhörungen, dass auch andere Meinungen vertreten werden. Aber es wurden auch fachliche Hinweise gegeben, dass allein Hausärzte in der klassischen Form nicht ausreichend sind, sondern auch der Wunsch danach war, wie man den öffentlichen Gesundheitsdienst stärkt oder andere hausärztliche Fachärzte beispielsweise mit in diese Quote nimmt. Das ist eine Baustelle. Und die zweite ist auch, dass man das Schwerpunktcurriculum noch stärker beachtet. Also fachliche Dinge wurden angeregt, die wollen wir gerne mit aufnehmen. Der Kollege Dr. Bartelt hat es schon angekündigt. Wir werden in nächster Zeit tatsächlich so weit kommen, einen eigenen Gesetzentwurf vorzulegen. Ich hoffe, dass man dadurch die wichtigsten Sachen ausräumen kann, die als Kritik vorgetragen worden ist. Natürlich gibt es noch zwei Sachen, an denen man noch zusätzlich arbeiten kann, die nicht nur in einem, so einem Gesetz drin steht, nämlich wie man auch Hausärzte oder Ärzte niedergelassen entlasten kann. Dazu gehört auch die viel belächelte Gemeindeschwester 2.0 beispielsweise, die durchaus Patienten, die soziale Probleme haben und gesundheitliche Probleme, wissen wir, dass die Gemeindeschwester tolle Arbeit leisten, um die Hausärzte zu entlassen. Wir wissen auch darum, dass die Hausärzte sagen, wir werden gern bei der Bürokratie entlastet. Ich finde, das sind sehr, sehr wichtige Hinweise. Das muss nicht ein hochqualifizierter Arzt machen, die Abrechnung, sondern da müssen wir darüber Gedanken machen, dass wir in diesen Bereichen die Ärzte entlasten. Ich erinnere nur daran, wie zu Pandemiezeiten in Krankenhäusern der medizinische Dienst der Krankenkassen nicht mehr kontrolliert hat und keine Abfragen mehr gemacht hat. Und da am Ende kam raus, dass die Ärzte auf einen Schlag 30% mehr Arbeitszeit für Patienten hatten. Also ein Drittel mehr Zeit am Patienten. Wenn uns das gelingt, die Bürokratie so zu organisieren und die Kontrolle und die Abrechnung, dass wir mehr Prozent am Patienten haben, auch dann ist das eine wichtige Entlastung für die Hausärzte, nicht nur im ländlichen Raum, für alle. Und all diese
Anregungen, pardon, all diese Anregungen und Rahmenbedingungen wollen wir aufgreifen in unserem Gesetz und wollen sie in den Maßnahmen, die wir hatten, wie schon die Praxisgründung, wir wissen den Zuschuss um 50.000, das zunächst das Land bezahlt hat, jetzt die Kassenärztliche Vereinigung operiert damit. Wir müssen offensichtlich sehr viele Anreize schaffen, um es attraktiv zu machen. Ich würde mir das auch anders wünschen. Und ich sage auch noch einmal dazu, wir müssen auch klar sagen, es ist nicht nur ein Problem des ländlichen Raums. Ich komme aus der Großstadt Frankfurt, 760.000 Einwohner, werden bald weit über 800.000 haben. Das wird ein Riesenproblem. Auch wir haben Stadtteile, die sind unterversorgt, heißt das. Das ist natürlich kein ländlicher Raum, aber wo sie keine Praxisnachfolger finden. Ich finde, dieses Thema muss mit bedacht werden. Und das alles wollen wir angehen. Insofern sind wir grundsätzlich offensichtlich in der Sache uns einig. Wir wollen so eine Quote haben. Und wir gehen jetzt daran, das fachlich so aufzuarbeiten, dass wir möglichst wenig Widerstände im Land dann später haben. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Bocklet. Für die Landesregierung spricht der Gesundheitsminister, Staatsminister Klose. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es bleibt dabei, wir haben es bei der ersten Lesung ja auch schon gesagt, unser oberstes Ziel ist, dass alle Menschen in Hessen einen schnellen und einen hochwertigen Zugang zu gesundheitlicher Versorgung haben. Und diesem Ziel folgen die Maßnahmen, die wir ergreifen wollen. Und deshalb stärken wir die Versorgung gerade im ländlichen Raum gemeinsam mit der ärztlichen Selbstverwaltung ja durch ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Wir arbeiten zusammen an Strategien, um die verschiedenen Hilfsangebote, die es vor Ort gibt, auch zu einer integrierten Versorgungsstruktur zu verknüpfen. Und im Hessischen Gesundheitspakt 3.0 sind dafür regionale Gesamtstrategien Gesundheit empfohlen, um die unterschiedlichen Fachbereiche, die es auf Kreisebene bereits gibt, zu koordinieren und zu vernetzen, sie zusammenzuführen. Das ist einer der Gründe, weshalb wir die Förderung von Gesundheitskoordinatorinnen und Koordinatoren auf Kreisebene auch ausbauen. Auch das ein ganz wichtiger Beitrag zur Stärkung der Gesundheitsversorgung in der Fläche. Und gerade in den ländlichen Räumen brauchen wir verstärkt integrierte Versorgungsmodelle. Ich glaube, da sind wir auch gar nicht so weit voneinander entfernt. Wir brauchen die Leistungen der Medizin, der Pflege, der sozialen Betreuung, die vernetzt angeboten werden können. Und deshalb unterstützt das Land Hessen genau diese innovativen Ansätze, beispielsweise den Aufbau lokaler Gesundheitszentren, die solche Gesundheitseinrichtungen dann unter einem Dach vereinen mit 150.000 € pro Zentrum. Und ich bin davon überzeugt, dass es genau solche Modelle in steigender Zahl braucht, um die gesundheitliche Versorgung gerade in den ländlichen Regionen auf sichere Füße zu stellen. Und darüber hinaus, Kollege Bocklet hat es erwähnt, fördert das Land auch weiter den Einsatz der Gemeindeschwestern. Und trotzdem, trotz dieser vielfältigen Anstrengungen, ist zu befürchten, dass es mittelfristig zu einer Unterversorgung mit hausärztlichen Leistungen gerade im ländlichen Raum kommen kann. Und das hat eine ganze Reihe von Gründen. Manche sind schon genannt worden. Es ist so, und das ist ein Fakt, mit dem man dann umgehen muss, dass gerade junge Ärztinnen und Ärzte sich geregelte Arbeitszeiten wünschen, dass sie Familie, Freizeit und Beruf miteinander vereinbaren können. Und das lässt sich im städtischen Bereich meist leichter verwirklichen als in einer hausärztlichen Praxis im ländlichen Raum. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, kreative Wege zu finden, wie wir den ländlichen Raum für Medizinstudierende als künftigen Berufsort insgesamt attraktiv machen können. Dazu kann eine Landärztinnen- und Landärztequote nach unserer Überzeugung beitragen. Deshalb haben wir sie im Koalitionsvertrag vereinbart. Sie kann ein Baustein sein, um die hausärztliche Versorgung gerade im ländlichen Raum auch künftig zu gewährleisten. Wir arbeiten an der Vorbereitung, will aber auch sagen, den Gesetzestext nahezu vollständig in Nordrhein-Westfalen abzuschreiben, reicht unseres Erachtens nicht, um mit diesem Themenfeld umzugehen, weil wir die Erfahrungen, die in Nordrhein-Westfalen ja auch schon gemacht worden sind, eben aufnehmen, einarbeiten sollten und schauen sollten, wie wir es vielleicht noch ein Stück besser machen können. Nordrhein-Westfalen hat ja ein Modell gewählt,
dass eine Vorabquote von Medizinstudienplätzen mit einer strafbewehrten Verpflichtung verbindet, nach Studienende als Landärztin oder Landarzt tätig zu werden. Ich glaube, die Anhörung hat durchaus deutlich gemacht, dass es inzwischen wirklich spannende Ideen und Ansätze gibt, um an dieser Attraktivität der landärztlichen Tätigkeit zu arbeiten. Sie wurden anlässlich der Anhörung ja auch angerissen. Und dass es diesen durchaus erheblichen Diskussionsbedarf gibt, haben gerade die Angehörigen der Hochschulmedizin und die Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden ja gezeigt. Meine Damen und Herren, ich will das bekräftigen, was Herr Dr. Bartelt auch aus der ersten Lesung bereits gesagt hat. Ich bin nach wie vor der festen Auffassung, dass die Einführung einer Landarztquote in Hessen dann zum Erfolg wird, wenn alle wesentlichen Akteurinnen und Akteure gemeinsam am Gesetzentwurf mitwirken. Deshalb glaube ich, politische Schnellschüsse helfen hier nicht weiter. Wir machen es anders. Wir beraten in enger Abstimmung mit dem Ministerium für Wissenschaft und Kunst und den medizinischen Fakultäten im Lande, wie wir die positiven Ansätze anderer Bundesländer aufgreifen und zugleich einen spezifisch hessischen Weg einschlagen können. Der vorliegende Gesetzentwurf wird dieser komplexen Thematik insgesamt nicht gerecht. Deshalb empfehlen wir Ihnen die Ablehnung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Es ist beantragt eine dritte Lesung. Insoweit überweisen wir den Gesetzentwurf dem SIA zur Vorbereitung der dritten Lesung.